Zeit für die Bergzeit mit Nachrichten aus dem Erzgebirge. Schön, dass Sie dabei sind. Unter anderem erwartet Sie in den nächsten Minuten rauchende Säure. Zwönitzer Privathaus erlebt Gefahrguteinsatz. Teurer Anbau. Beierfelder Schulumbau ist eingeweiht. Unruhiger Arbeitsmarkt. Zahlen schwanken in Krisenzeit. Glück auf, sagt in dieser Woche Vanessa Teller. Wir haben uns alle vor Corona geschützt. Mit Kontakteinschränkungen, mit Mundschutz, mit Masken, Schulschließungen und Ähnlichem. Und weil wir nicht beurteilen können, ob das Ganze was gebracht hat, sagen das uns die Experten. Ja, es hat was gebracht. Man müsse nur nach China sehen. Dort hat man bekanntlich die Null-Covid-Strategie aufgegeben. Das und vieles mehr führen nun dort zu einer richtig großen Infektionswelle. Man kann es aber auch bei uns in Deutschland nachvollziehen. Denn jetzt, wo praktisch kaum mehr Schutzmaßnahmen gelten, verbreiten sich ganz andere Krankheiten wieder vermehrt, die quasi als Nebeneffekt auch zurückgedrängt wurden. Dazu aber später mehr. Jetzt ist erstmal Zeit für die Nachrichten aus dem Erzgebirge. In Zwönitz musste am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr Gefahrgutsalarm ausgelöst werden. Ein Gefahrgutzug der Feuerwehren kam in einem Wohnhaus zum Einsatz, das in Nachbarschaft zu einer Gaststätte steht. Hier war ein Glas mit einem Liter Salpetersäure undicht geworden. Geringe Mengen der Flüssigkeit waren dabei ausgetreten. Das führte zu einer Entwicklung von Rauch bzw. Nebel. Neben dem Glas Salpetersäure fanden die Einsatzkräfte auch geringe Mengen von weiteren Gefahrstoffen. Unter anderem lagerte hier auch Salzsäure. Zu einer Vermischung kam es jedoch nicht. Das undichte Glas samt Inhalt wurde dem Besitzer in einem weiteren Behältnis übergeben. Er muss es nun ordnungsgemäß entsorgen. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Einsatzes gab es auch keine Gäste in der angrenzenden Gaststätte und Pension. Gegen 15.30 Uhr konnten die Kräfte wieder abrücken. Im Einsatz waren rund 80 Kameraden der Feuerwehren und die Polizei. Weitere Polizeimeldungen vom Wochenende. Einen Schaden von rund 1.300 Euro haben Unbekannte in Zschorlau verursacht. Auf dem Betriebsgelände einer Firma im Ort hatten sie die Tür eines Silos geöffnet. 4 Kubikmeter Holzpellets wurden dadurch unbrauchbar, weil sie der Regen durchnässte. Zu den Tätern und dem Hergang ermittelt nun die Polizei. Und in Oelsnitz-Erzgebirge fehlt am Ortseingang in der Concordia-Straße das Ortseingangsschild. Das hat ein Anwohner festgestellt und die Beamten gerufen. Unbekannte, so steht es im Bericht, lösten vermutlich bereits im Laufe des vergangenen Mittwochs das Schild von der Halterung und nahmen es mit. Als Tatzeitpunkt wird hier eine Spanne zwischen 6 und 20 Uhr angegeben. Eigentlich sollen die jungen Kameraden ja lernen, wie man Feuer löscht. Aber wenn Knutfest ist, dann dürfen sie auch mal für den Nachschub an Weihnachtsbäumen sorgen und damit für den Nachschub an brennbarem Material. Wie vielerorts im Erzgebirge stapelten sich rund um das Wochenende auch hier in Bad Schlema die ausgedienten Weihnachtsbäume, um dann in Rauch und Flamme aufzugehen. Im Kurort hat das bereits Tradition, musste aber in den letzten beiden Jahren, wie so vieles, pausieren. Am Rande sorgten die Floriansjünger damit aber für einen ersten gemeinsamen Treff im neuen Jahr, der bei Bratwurst und Glühwein begangen wurde. Die Ortsfeuerwehr Bad Schlema hat aber noch mehr vor. Ja, wir werden also traditionell unser Höhenfeuer vor dem 1. Mai-Feiertag wieder durchführen. Am 1. Mai selber werden wir unseren Maibaum setzen. Dann folgen einige Wettkämpfe der Jugendfeuerwehr im Laufe des Jahres. Wir werden tatkräftig den Tag der Sachsen unterstützen. Und am 11.11. werden wir unseren traditionellen Wardienstag genauso begehen. Bis dahin darf die Jugendfeuerwehr aber noch mal nachlegen.
Denn um zu verstehen, wie man löscht, muss man erstmal verstehen, warum es brennt. Ganz praktisch beim Knutfest. Das Gebäude ist schon 110 Jahre alt und thront fast schon etwas oberhalb des Bayerfelder Rathauses. Über 400 Mädchen und Jungen lernen hier fürs Leben. Eigentlich schon immer unter guten Bedingungen. Jetzt aber sind sie für die Oberschule nahezu perfekt. Und fast 2 Jahre lang war es still, zumindest in den Gängen und Zimmern. Denn weil ein Anbau ans Gebäude musste, war die gesamte Schule mit Mann und Maus erstmal ausgezogen. Im Anbau selbst sind jetzt unter anderem ein Fahrstuhl und der zweite Rettungsweg untergebracht. Im Inneren wurde der gesamte Bau verjüngt und modernisiert. Stolz präsentierte man nun am Wochenende das Erreichte. Die neue digitale Ausstattung, die Farben, die Lebendigkeit überzeugen. Lebendig auch deshalb, weil Schule hier nicht nur ein Gebäude ist, sondern ein Gesamtkonzept, hinter dem hier alle stehen. Kreativität, Musik und Tanz sind hier so selbstverständlich wie die Knallgasprobe im Chemieunterricht. Eine Kostprobe bekamen die Gäste aus Landes- und Kommunalpolitik sowie den Baufirmen und Verwaltungen gleich zu Beginn der Feierstunde. Doch die Maßnahme stand unter keinem guten Omen. Baustart war im März 2021. Vorausgegangen war ein Kampf um Fördermittel, die zwischen Antrag und Bewilligung 3 Jahre auf sich warten ließen. 3 Jahre, in denen sich Baupreise immens verteuerten, wegen der Corona-Pandemie Baumaterial knapp wurde und die Arbeitskräfte fehlten. Am Ende stehen nun 3 Monate mehr an Bauzeit und satte 2,8 Millionen Euro Mehrkosten auf der Abrechnung. Für 10,3 Millionen Euro Bau-, Umbau- und Sanierungskosten hat Bayerfeld aber nun eine Oberschule, die ihresgleichen sucht. Das beeindruckt nicht nur das Kultusministerium. Schüler und Lehrer sind begeistert von den vielen neuen Möglichkeiten, zu dem neben digitalen Tafeln nun auch ein grünes Klassenzimmer gehört. Mehr zum Umbau der Oberschule in Bayerfeld demnächst in diesem Programm. Die Erkältungs- und Grippewelle sorgt derzeit für eine angespannte Lage bei der Verfügbarkeit von Blutkonserven. Der aktuelle Vorrat reiche, so der DRK Blutspendedienst Nordost, für maximal 2 bis 3 Tage. Normal sind etwa 5 Tage. Weil auch viele Spender von den Erkältungskrankheiten heimgesucht werden, können sie aktuell nicht spenden gehen. Zudem wurde über die Feiertagszeit zum Jahresende ohnehin weniger Blut gespendet. Und weil viele Spender altersbedingt ausscheiden, aber nur sehr wenige Erstspender hinzukommen, werde die Lage immer kritischer. Trotzdem sei das Erzgebirge eine Region mit hoher Blutspendebereitschaft. Es fehlt allein am Potenzial. Wer spenden kann und möchte, hat in dieser Woche Gelegenheit. Am Mittwoch in der Oberschule Schönheide, in der Sportgaststätte Scharfenstein oder im Sächsischen Haus von Bärenstein. Am Donnerstag macht das Blutspendeteam Halt in der Oberschule Lauter und am Freitag im Fritz-Körner-Haus in Bayerfeld sowie in der DRK-Geschäftsstelle Stolberg. In Schneeberg kann dann am Samstag am Hertha-Gymnasium Blut gespendet werden. Der für Sportrecht zuständige 13. Zivilsenat am Oberlandesgericht Dresden verhandelt am Mittwoch über eine Klage über Schadensersatzansprüche wegen eines Rodelunfalls in Oberwiesenthal. Die Klägerin, eine selbstständige Zahnärztin, verunglückte nach eigenen Angaben bereits am 7. Januar 2016 bei einer Abfahrt mit dem Schlitten. Sie war in einen Entwässerungsgraben gefahren, dabei erlitt sie Knochenbrüche am Knöchel. Vom Betreiber der Piste verlangt sie in Summe mindestens 36.500 Euro Schmerzensgeld, Verdienstausfall und Haushaltsführungsschaden. Gegen das Urteil des Landesgerichtes, das der Klage teilweise stattgegeben hatte, hatten beide Parteien Berufung eingelegt. Die Richter argumentierten, dass zwar die Bahnbetreiberin ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt habe,
die Klägerin wegen Selbstgefährdung eine heftige Mitschuld trifft. Zum Unfallzeitpunkt war die Rodelbahn nicht geöffnet und erst am 16. Januar 2016, also 11 Tage später, freigegeben worden. Das war durch ein Hinweisschild am Bahnanfang, auf Hinweistafeln im Skigebiet und auf der Webseite des Betreibers zu lesen. Weil erst am Eröffnungstag genügend Schnee lag, konnten auch erst dann Geländeunebenheiten ausgeglichen und Fangzäune aufgestellt werden. Die Betreiberin hätte aber, so das Gericht, die Sperre mit Nachdruck durchsetzen müssen. Ihr könne nicht entgangen sein, dass trotz der Sperre eine, Zitat, starke Befahrung der Naturrodelstrecke durch Schlittenfahrer stattgefunden habe. Zitat Ende. Die Klägerin fordert den 100%igen Ersatz ihrer Schäden, die Betreiberin die Abweisung der Klage. Und noch zum Sport. Die Schönheider Wölfe haben am späten Sonntagnachmittag auch in Weißwasser nichts anbrennen lassen und die gastgebenden Jungfüchse klar und deutlich mit 12:2 bezwungen. Damit bleibt das Team von Coach Sven Schröder weiter mit 6 Punkten Vorsprung und einem absolvierten Spiel weniger Tabellenführer in der Regionalliga Ost. Für die Erzgebirger trugen sich Kilian Glück, Florian Heinz zweimal, Florian Richter, Yannick Seidel zweimal, Vincent Wolf, Thomas Schrubes zweimal, Timon Busse und Kevin Pieler zweimal in die Torschützenliste ein. Die Treffer für die Lausitzer erzielten Pavel Dosa und Tom Domula. Aus dem Erzgebirgsalmanach. Zahlreich hatten sich Schaulustige am 16. Januar 2008 am Grenzübergang Johann-Georgen-Stadt-Podutschki versammelt. Sie alle wollten vor 15 Jahren dabei sein, wenn das erste Auto über die deutsch-tschechische Grenze rollt. Zuvor hatte man fleißig am Ausbau der Straße gearbeitet. Kurz nach 13 Uhr war es dann am 16.01.2008 soweit. Die ersten Autos überquerten den vorherigen reinen Fußgängergrenzübergang. Ein blaues Kreuz symbolisierte zur feierlichen Freigabe das zukünftige Zusammenleben der beiden Nachbarstädte diesseits und jenseits der deutsch-tschechischen Grenze. Bereits wenige Minuten nach der Grenzöffnung in Johann-Georgen-Stadt und Podutschki wurde deutlich, dass sich die tschechische Tankstelle an großer Beliebtheit bei deutschen Kraftfahrern erfreuen wird. Und die Grenze nach Tschechien ist ja aktuell geöffnet. Sie können sich vielleicht erinnern, zu Beginn der Pandemie war alles dicht. Es gab strenge Kontrollen und manchmal fragwürdige Ausnahmeregelungen. Die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen meldet nun aber, da kaum noch Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus gelten, den deutlichen Anstieg von Fällen anderer Infektionskrankheiten. Bei Scharlach zum Beispiel stieg die Fallzahl auf mehr als das Vierfache. 522 Fälle wurden gemeldet. Infektionen mit Rotaviren wurden 3.319 Mal gemeldet, eine Versechsfachung gegenüber 2021. Und auch bei Kretze, der Scabies, Keuschhusten und Windpocken stiegen die Fallzahlen deutlich. Das aber wäre zu erwarten gewesen, heißt es vom sächsischen Sozialministerium. Kein Grund zur Sorge. Macht aber ein ganz anderes Thema, nämlich der Arbeitsmarkt, Sorgen? Das wollen wir von der Arbeitsagentur wissen. Hier das Ergebnis. Die Erzgebirgische Arbeitsagentur hat bei einem Pressetermin in Aue auf den Arbeitsmarkt im Jahr 2022 zurückgeblickt. Mit einem durchschnittlichen Gesamtstand von 7.361 ist im Erzgebirgskreis die Anzahl arbeitsloser Menschen um 3,4% im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die Arbeitslosenquote beträgt für 2022 durchschnittlich 4,4%. Im Jahr 2021 lag sie bei 4,5 und im Jahr 2020 bei 4,8%. Kann man aus diesen Zahlen Schlüsse für den erzgebirgischen Arbeitsmarkt im neuen Jahr ziehen? Die Aussichten haben sich dann im zweiten Halbjahr etwas eingetrübt. Wir haben das gemerkt, die Arbeitgeber sind vorsichtig geworden bei Stellenmeldungen, auch bei Einstellungen.
Die Herbstbelebungen, die wir sonst in den Jahren zuvor haben, die sind ein Stück weit ausgeblieben. Also, dass wir insbesondere im September, Oktober nochmal verstärkt Einstellungen hatten, hat stattgefunden, aber nicht in dem Ausmaß der Vorjahre. Und wir merken das natürlich auch am aktuellen Rand, noch viele Unsicherheiten. Aber trotzdem, die Arbeitgeber halten an ihren Arbeitskräften fest. Also das ist Status quo. Und was heißt das konkret? Wir gehen aktuell davon aus, dass es hinsichtlich der Arbeitslosenquote ein stabiles Niveau geben wird. Auch wenn es Freisetzungen gibt, muss man so klar und deutlich sagen, wir haben über 3000 offene gemeldete Stellen. Wir können also Arbeitnehmer, die ihren Job verlieren, recht schnell weitervermitteln. Insoweit gehe ich davon aus, dass sich das Niveau der Arbeitslosigkeit in etwa auf dem Niveau belegt wie 2022. Mit Blick auf das Jahr 2023 bleibt abzuwarten, wie stark Preissteigerungen, gestörte Lieferketten, Materialengpässe und steigende Energie- und Rohstoffpreise die Wirtschaftstätigkeit beeinträchtigen. Vor welchen Herausforderungen steht das Erzgebirge noch in dieser Zeit? Ja, also die demografische Entwicklung ist, glaube ich, das, was am stärksten wirkt zurzeit. Also es gibt ca. 114.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Erzgebirgskreis. Es gibt Prognosen, dass diese Zahl demografiebedingt bis 2030 um ca. 17% zurückgeht. Das heißt, ob wir in der Region weniger Wertschöpfung haben und die demografische Komponente ist also tatsächlich die gravierendste. Und es ist also wichtig, der Arbeitskräfte- und Fachkräftebedarf wird dadurch wohl enorm steigen. Also wir erwarten da höhere Stellenbestände. Es wird also das dominierende Thema auch für die Region werden, wie es gelingt, Arbeits- und Fachkräftebedarfe zu begegnen, gemeinsam zu begegnen und hier Beschäftigung zu erhalten. Die Arbeitsagentur setzt mit Blick in die Zukunft auf eine solide Berufsausbildung, gut qualifizierte Beschäftigte, aber auch auf mehr Integration von Menschen mit Beeinträchtigung und mehr Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften. Bleiben wir in der Stadt Aue-Bad Schlema, wechseln aber den Ortsteil. In unserer Serie 100 Hunderunde suchen wir weiter nach den beliebten Ausstellungsstücken. Seien sie nun privat oder institutionell ausgestellt, aus dem Erz- oder dem Steinkohlenbergbau, wir wollen sie alle haben. Und wenn Sie einen kennen, der vielleicht auch etwas versteckt ist, dann schreiben Sie uns. redaktion@erztv.de oder gerne auch mal wieder per Post. ErzTV nimmt Sie mit auf eine 100-Hunde-Runde. Die Station 13 ist in Bad Schlema. Dort, wo die Hauptstraße nach rechts einen Ableger zur Bergstraße hat, weist ein Pfeil auf einem Hund den Weg in Richtung Museum Uranbergbau. Das mit Bruchsteinen gefüllte Gefährt steht auf einer kleinen Wiese. Mit dem Auto dauert's von hier bis zum Museum und zum Kulturhaus Aktivist nur noch eine Minute. Zu Fuß vielleicht 5 Minuten. Und zum Schluss fragen wir noch, na, warum steigen denn die Fälle anderer Infektionskrankheiten wieder an? Das Sozialministerium gibt da eine klare Antwort. Weil die Menschen während der Corona-Schutzmaßnahmen nicht oder nur sehr wenig Berührung mit diesen Erregern hatten. Das führte dazu, dass eine Immunität nicht aufgebaut oder stabilisiert werden konnte. Vielleicht sei das aber auch eine der üblichen Wellen, die man alle 2 bis 3 Jahre beobachten kann. Uns können Sie schon morgen wieder beobachten, in Ihrem Fernsehgerät oder auf einem internetfähigen Gerät über YouTube, Mediathek und Livestream. Ich würde mich freuen, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin, Glück auf! Die
die Mittelbau Schönheidele zur Hochzeitsmesse ein. Am 20. Januar von 16 bis 20 Uhr und am 21. Januar von 10 bis 17 Uhr. Höhepunkt ist eine freie Trauung am 21. Januar ab 18.30 Uhr. Hierzu kostet der Eintritt mit Gala-Menü, Trauung, Tanz und Feuerwerk 35 Euro. Bewerbungen an event@mittel-bau.com. Mit freundlicher Unterstützung durch Juwelier Arnold, Chemnitz und Hotel zur Post Schönheide. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose.